So, meine Freunde, jetzt geht es hier weiter. Der Controller ist auch aufgeladen und ich hoffe, ihr habt eine große Portion Lust mitgebracht, denn ich habe mega Bock. Und davor schauen wir jetzt hier nochmal auf unsere Upgrades. Ich wollte mal was schauen. Hier, by the way, ich hatte euch doch versprochen, dass wir hier auf jeden Fall die BIOS noch anzeigen lassen, damit ihr dann auf Pause drücken und euch das dann in Ruhe durchlesen könnt. Das neue ist neu. Dann hier May Parker. Dann Martin Lee. Und Herman Schulz oder der Schocker. So, alles klar. Dann könnt ihr auf Pause drücken und durch das durchlesen, wenn euch das gefällt. Wir haben jetzt hier vier weitere Fertigkeiten auf jeden Fall. Ja gut, Verteidiger und Innovator, da haben wir uns gar nichts rausgelassen, um ehrlich zu sein. Aber das finde ich eigentlich ganz lustig. Und zwar, wenn wir Dreieck gedrückt halten, können wir hier Gegner greifen und die umherschleudern. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Okay, komm, wir tun das mal hier auf jeden Fall erwerben. Komm, ich finde das echt lustig. Erweiterter Lower Takedown erhöht die Reichweite. Ein Netzgriff schlägt Gegner beim Hochziehen nieder und räumt den unmittelbaren Bereich. Eigentlich auch nicht schlecht. Pistolen und Stock reißen. Halte Dreieck gedrückt, um Gegnern kleine Waffen sowie Pistolenstücke aus den Händen zu reißen. Die Frage ist jetzt nur, hier halte ich ja auch Dreieck gedrückt. Aber wahrscheinlich reiße ich denen dann erstmal die Waffen nieder und kann dann hier darauf zurückgehen. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Okay, was war hier nochmal? Ah, okay, das ist dann so ein Verteidigerbonus, bei dem wir dann eben beim Ausweichen dem Gegner noch hier ein Spinnennetz ins Gesicht schießen. Das können wir eigentlich auch machen. So. Was haben wir denn hier? Was ist das? Das interessiert mich noch. Ah, drücke bei Kontakt mit dem Punkt X, um die Punktsprungdistanz stark zu erhöhen. Also das finde ich echt nice. Das machen wir. So, und in der Moves-Liste hieß es ja, wir können jetzt hier einen perfekten hier Ausweich Luftkampf. Oh, das war's schon. Echt jetzt? Hier, perfektes Ausweichen. Weiche im letzten Moment aus, um ein perfektes Ausweichmanöver auszuführen. Dies verleiht vorübergehende Immunität und verlangsamt die Zeit kurzfristig. Okay, nice. Hoppala. Anzug. Oh, wir haben neue Anzüge. Cool. Ja, irgendwann lassen wir uns da mal so coole Anzüge raus. Das machen wir dann schon. Haben wir hier eigentlich was Neues, was wir erwerben können? Ja, hier. Was ist das? Erhöht die Reichweite des AR-Scanners, um weit entfernte Objekte und Gegner anzuzeigen. Aber ich glaube, wir brauchen jetzt hier noch nicht auf die Schnelle irgendwelche weiteren Anzug-Mods. Ich denke mal, das machen wir dann in Ruhe, wenn wir jetzt mal ein paar Missionen abgeschlossen und somit dann auch noch ein paar neue Mods freigeschalten haben, um dann halt einfach in der Hülle und Fülle dann was auszusuchen. Weil bis jetzt ist es ja auch nicht so, dass wir die ganze Zeit sterben und total underrated sind. Hoppala. Jetzt. Okay, schauen wir uns nochmal um, ob wir hier irgendetwas freischalten können. Sammeln können. Noch besser, sammeln können, meinte ich. Octavius Industries. Funktioniert das? Genau wie ein echter Arm. Sie denken an das, was er tun soll und...
Ja! Hey! Hey! Was soll das denn werden? Die Anlage ist ein Sicherheitsrisiko. Sofort aufhören! Die Ausrüstung ist sehr empfindlich! Das reicht. Ich rufe das Büro des Bürgermeisters an. Peter Parker! Verdammt, wie geht's dir? Wenn man vom Teufel spricht? Mr. Osborne! Oh, bitte. Wie lange kennen wir uns schon? Es heißt Herr Bürgermeister. Sag Norman. Norman! Norman, was soll das hier werden? Die Zuschussvereinbarung beinhaltet strenge Sicherheitsklauseln. Dies ist nicht der erste Verstoß. Das wurde schon geklärt. Von mir? Wir hätten die Ausrüstung längst konfiszieren sollen. Aber ich hatte einen Durchbruch. Oh. Danke für Ihre Dienste an unserem Land. Diese Leute begleiten Sie zu Oscorp Robotics, wo Sie die neueste Prothese erhalten. Kostenlos. Es geht gar nicht um Sicherheitsbedenken, nicht wahr? Ich versuche zu helfen, Otto. Du kannst die Arbeit fortsetzen. In einer sicheren Umgebung. Bei Oscorp. Du warst schon immer der klügste Kopf im Raum. Du hast dich nicht verändert. Kein bisschen. Du dich auch nicht. Hey, Peter. Harry kommt Anfang nächsten Jahres aus Europa zurück. Vielleicht könnt ihr dann das Geschäft starten, von dem ihr gesprochen habt. Das ist doch eine tolle Chance. Ganz ruhig. Die haben ja nicht alles mitgenommen. Wir fangen einfach von vorn an. Peter, es gibt kein Wir. Ohne die Zuschüsse der Stadt kann ich sie leider nicht mehr bezahlen. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. Ich rate Ihnen, finden Sie einen neuen Job. Ja, so hart kann das Schicksal zuschlagen, meine Freunde. Kommentiert mal, würdet ihr dann bei Oscorp anfangen? Ich meine, jetzt hast du keinen Job mehr, hast gar nichts. Ist die Ehre größer? Ich würde Doc gerne helfen. Ob ich Harry anrufe? Er könnte mit seinem Dad reden. Nein, Norman würde nie auf Harry hören. Wollte sogar die Gelder für seine Forschungsstationen stoppen. Hey, eine der Stationen ist in der Nähe. Mal sehen, wie es läuft, während Harry in Europa ist. Also, schauen wir uns das mal an. Kann ich Doc helfen? Ich lass mir was einfallen. Schlechte Abdeckung hier. Ich muss mehr Türme aktivieren. Apropos. Ah ja, komm. Sollen wir die schnell aktivieren? Komm, die aktivieren wir schnell. Ist ja nicht weit. Oh, jetzt habe ich es gerade verkackt. Okay, auf jeden Fall, die Gelder wurden jetzt gestrichen. Und der Bürgermeister scheint hier, oder die Zuschüsse vom Staat wurden gestrichen. Und der Bürgermeister scheint da irgendwie seine Finger mit im Spiel zu haben. Wow. Yes. Okay. Hoppala. Und jetzt sind wir wieder da. So, das wäre auf jeden Fall geschafft. In Hell's Kitchen. So, nächster Turm ist hier.
Zack. Ha, so langsam läuft es hier auf jeden Fall. Ja, und übrigens, das mit dem Controller, das war voll der Fail, das wird natürlich so nicht mehr vorkommen, ja, war ein bisschen peinlich, war auch eine ziemlich kurze Folge. Also ich werde jetzt diese und die nächste nochmal auf so eine halbe Stunde bringen. Ihr habt ja gemerkt, dass es so irgendwie diese Laufzeit ist, die ich persönlich mag. Auch wenn ich andere Let's Plays anschaue. Wie findet ihr das denn? Also ich gehe auf jeden Fall auf eure Vorschläge ein. Ihr müsst mir einfach nur sagen, wie ihr... Ja... Wie ihr das haben wollt, auf jeden Fall. Soll es eine Stunde sein? Soll es 15 Minuten sein? Ist diese halbe Stunde cool? Einfach Bescheid geben. Ja, ah, ah. So, sehr schön. Und dabei sammeln wir dann auch eben diese Marken, die wir hier auf jeden Fall brauchen, um hier weitere Sachen freizuschalten. Und jetzt schlage ich vor, lasst uns die Mission angehen. So. Hier sind wir nun bei Oscorp. Und mal schauen, was hier so abgeht. Na? Harry jetzt. Hat mir eine Nachricht dazu hinterlassen, bevor er nach Europa gereist ist. Pete, ich brauche deine Hilfe. Das Lieblingsprojekt meiner Mom waren Forschungsstationen zum Wohle aller. Ich habe sie eröffnet, aber jetzt bin ich weg. Und Oscorp wird sie dicht machen, wenn sie nichts einbringen. Könntest du sie im Auge behalten? In jeder Station sind Infos für dich. Danke, Mann. Solange sie da sind, lebt meine Mom irgendwie weiter. Naja, ich kann davon nicht die Miete zahlen, aber es hat ihm wohl viel bedeutet. Ich werde tun, was ich kann. So, öffne weitere Forschungsstationen in der Stadt, um mehr Forschungsmarken zu verdienen, okay? Übersicht. Dies ist eine unserer Luftqualitätsstationen, die die Schadstoffe in der umgebenden Atmosphäre überwachen. Super wichtig für die Stadt um ihre Bürger, aber natürlich sind ganz bestimmte Firmenbosse wenig begeistert davon, wenn ihr Schadstoffausstoß öffentlich dokumentiert wurde. Schadstoffausstoß, jetzt. Es gibt hier viele Stationen, die die Luftverschmutzung messen. Die Idee ist es, sie, wie heißen die, Kontaminanten abzufangen, bevor sie toxisch werden. Unter uns, Oscorp will das verhindern, weil dabei rauskommen kann, dass sie die Luft verschmutzen. Die Menge an polyzyklischen Kohlenwasserstoffen in der Luft ist viel zu hoch und steigt an. Wenn sie weiter steigt, könnten Menschen daran sterben. Die Partikel sammeln sich an Problemherden, wie Mini-Wolken von Smog. Ich schwinge mich durch sie durch und hole Proben. Die kann ich dann analysieren. Okay, also los geht's. So, dann analysier mal. Oder wie läuft es jetzt? Egal wie eklig die sind, ich schwinge mich genau durch die Wolken durch. Also gut. Dann mach das mal. Die Wolken sind fürs bloße Auge sichtbar. Also muss die toxische Belastung hoch sein. Und hab dich! Ey, ich drück immer, by the way, noch R3. Also dann kann ich sehen, schlechtem Zeug natürlich. Also sobald ich R3 drücke, kann man so die Missionsziele und die ganzen Objekte dann anzeigen lassen. Haps. Ja, jetzt sieht die Stadt aber auf einmal voll abgefuckt aus.
sich an, als ob ich direkt am Auspuff hänge. Ich erschrecke wohl die Leute, aber das ist ja nichts Neues. Hoppala. Ah. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Muss ich mich hier kurz nochmal hochschwingen? So. Die Giftstoffe stammen von zwei Automarken und einem defekten Schornstein. Ich mache lieber Fotos. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir hier ein cooles Bild kriegen. Ich glaube, wir gehen da nochmal ein bisschen weiter. So. Wie kann ich ihn zoomen? Perfekt. Na gut. Ja, ich denke mal, wir lassen jetzt diese realistischen Spielereien, meine Freunde. Ne? Also in echt hätte man das natürlich anders lösen müssen mit dem Foto. So. So. Hey, 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 Kollege. Hallo? Ey, dieser Pacer. Der überfährt mich einfach. Das Licht ist perfekt. Dieser... Kann ich den nicht kaputt machen hier? So ein Assi. Okay, und jetzt? Haha, wie ich abgehe. Und jetzt? Mein schönstes Schornsteinfoto. Das Umweltministerium übernimmt den Fall. Vielleicht mache ich mir ein grünes Spider-Kostüm für den Tag der Erde. Harrys Station hat eine öffentliche Gesundheitskrise beendet. Oscorp wird kaum Argumente gegen eine Nutzung finden. Was war jetzt? Spider-Man, Schocker ist entkommen. Jetzt raubt er eine Bank aus, 31. East. Was ist passiert? Ich dachte, er wäre im Kittchen. War er. Aber einer der Wärter ging zu seiner Zelle, ließ ihn frei und gab ihm dann seinen Anzug. Also doch, Schocker arbeitet für jemanden. Was hatte der Wärter zu sagen? Wird ihn gern fragen, aber er ist tot. Wer auch immer hinter Schocker steht, wollte keine Zeugen. Verdammt. Den Sicherheitsvideos zufolge war der Wärter in einer Art Trance. Und vielleicht lag es am Licht, aber es sah aus, als würden seine Augen leuchten. Wie gruselig. Okay, mal sehen, was ich aus Schocker rausbekomme, wenn ich bei der Bank bin. Okay, dieser Schocker, hä? Dieser Herr Schulz. Dann schauen wir mal. Haha. Okay, weiter geht's. Das Empire State. Peter, ich habe mich mit den Dämonen befasst. Sie haben das Vakuum, das Fisk hinterlassen hat, zum Aufbau ihrer Machtbasis genutzt. Ein Vakuum, das durch Fisks Verhaftung entstand. Jameson hatte recht. Ich bin an den Dämonen schuld. Was hättest du tun sollen? Fisks Machenschaften ignorieren? Bist du okay? Du klingst noch trübseliger als sonst. Ich bin vielleicht meinen Job los. Die Stadt, Norman besser gesagt, streicht uns das Geld. Oh, Pete, tut mir leid. Wenn Harry hier wäre, könnte er sein Dad zur Vernunft bringen. Ihr findet andere Geldgeber. Eure Arbeit ist zu wichtig.
Danke, MJ. Dann bis bald. Okay. Jetzt wollte ich eigentlich voll den coolen Move machen. Herman, lang nicht gesehen. Ich bin zwar kein Anwalt, aber das verstößt bestimmt gegen die Bewährungsauflagen. Ups, wir bleiben wohl eine Weile. Wollen wir Wer bin ich spielen? Nein? Wie wär's mit Daumenwrestling? Nein? Dann halt Boxen! Wow! Die Handschuhe sind jetzt voll digital, was? Wie du meinst. Du willst kämpfen? Kämpfen wir! Mann, wenn ich dich wieder einwuchte, können wir endlich fachsimpeln. Weißt du noch damals? Ich, so jung und dumm. Du, einfach nur dumm. Du redest zu viel. Naja, das ist Ansichtssache. Ich meine, gibt es gut. Jetzt kann ich richtig punkten. Warum tust du das hier, Herman? Weil die mich sonst umbringen werden. Oha. Okay, ich muss hier irgendwas finden. Ab die Post! Raus damit! Lade auf jeden Fall gekriegt. Du willst mir also helfen? Lass mir einfach das Geld! Nee, so läuft das nicht. Oh shit. Oh shit. Hallo Spidey, hallo, wo bist du? Ah, das war wieder zu Spaß. Zu spät. Ich glaube, wir müssen das nochmal probieren. So jung und dumm. Du, einfach nur dumm. Du redest zu viel. Naja, das ist Ansichtssache. Ich meine, das Standardwerte, wie viel man so reden sollte? Und wer bestimmt das Idealverhältnis zwischen Reden und Nichtreden? Und wie würde man das überhaupt messen? Worte pro Minute? Silben pro Sekunde? Oder geht es darum, wie viele Worte man verwendet, um einen Gedanken auszudrücken? Alles so subjektiv. Ich finde, manche Leute reden nicht genug. Beispielsweise darüber, wer ihr Irgendwie funktioniert die Steuerung nicht, Leute. Ich sag's euch ganz ehrlich, wie es ist. Die Objekte sind mir irgendwie im Weg. Vielleicht muss ich auch einfach nur auf die Wand oben drauf. Hm? Ich, so jung und dumm. Du, einfach nur dumm. Du redest zu viel. Naja, das ist Ansichtssache. Ich meine, gibt es Standardwerte, wie viel man so reden sollte? Und wer bestimmt das Idealverhältnis zwischen Reden und Nichtreden? Und wie würde man das überhaupt messen? Worte pro Minute? Silben pro Sekunde? Ah, das ist doch oder scheiße. Geht es darum, wie alles viele Worte man verwendet, um einen Gedanken also, ich komme hier nicht mehr weg. Alles ist subjektiv. Ich kann hier nicht weg. Ich finde, ich kann noch nicht ausweichen. Manche Leute reden nicht genug. Beispielsweise darüber, wer ihr geheimnisvoller Boss ist, für den sie arbeiten. Über solche Sachen. Gut, jetzt kann ich richtig punkten. Warum tust du das hier, Herman? Weil die mich sonst umbringen werden. Bleib stehen! Frag nett. Dann vielleicht. Gib auf, bevor du dir noch wehtust. Keine Chance. Jetzt kommen wir wieder auf diese Fertigkeiten zurück. Ich glaube, es ist einfach fehlendes Talent. Damals, ich, so jung und dumm. Du, einfach nur dumm. Was ist so eine Scheiße? Naja, das ist Ansichtssache. Ich meine, gibt es Standardwerte, wie viel man so reden sollte? Und wer bestimmt das Idealverhältnis zwischen Reden und Nichtreden?
Und wie würde man das überhaupt messen? Worte pro Minute? Silben pro Sekunde? Oder geht es darum, wie viele Worte man verwendet, um einen Gedanken auszudrücken? Ich glaube, ich muss die ganze Zeit einfach ausweichen, bis er am Arsch ist. Das ist so subjektiv. Ich finde, manche Leute reden nicht genug. Beispielsweise gut. Es ist meistens so, dass es immer Taktik ist. Warum tust du so, das hier, also, jetzt hauen wir die ganze Zeit ab. Jetzt ist er am Arsch. Das wird wehtun. Raus damit, dann helfe ich dir. Du willst mir also helfen? Lass mir einfach das Geld. Nee, so läuft das nicht. So. Ich hoffe, das war jetzt das letzte Mal. Nope. Oder doch? Nee. Ja, der Fehler war, dass ich immer angreifen wollte. Aber ich musste genau auf diese Sequenz hier warten. Schon, dass keiner mehr Banken nutzt? Reiner Zufall, dass du noch Geld gefunden hast. Weißt du, wie Bankraub heute aussieht? Versuch Daytrading. Das ist voll in. Oh, warte, warte, warte. Oh nein! Oh, komm schon, Herman. Sag mir, für wen du arbeitest. Dann beschaffe ich dir einen Deal. Wenn ich rede, bin ich tot. Die verstehen da keinen Spaß. Müssen echt mächtige Gegner sein. Also ich halte dann immer Viereck gedrückt, weil ich ihn dann einfach in die Luft schlagen will. Seit wann hast du Angst? Das ist jetzt für mich die bessere Taktik. Oh. Moment, sagtest du Masken? Diese Maskentypen, wofür brauchen die denn das Geld? Weiß nicht, ist doch egal. Nach dem Job hier verschwinde ich. Oh shit. Komm schon. Gib auf, dann können wir dir helfen. Niemals. Du hast ja keine Ahnung. Okay, letzte Chance aufzugeben. Dieses Mal meine ich es ernst. Oh shit. Komm schon. Ich warte mal wieder. Jetzt. Okay, das vorher war alles Spaß. Jetzt ist deine letzte Chance. Wirklich. Also, adieu, Mr. Schulz. Sorry, Herman. Das hast du dir nur selbst eingebrockt. Das war jetzt mal ein Fight hier. Mann, der hatte wirklich Angst. Plötzlich findet man überall diese Dämonen.
So, meine Freunde, das war jetzt doch mal wirklich spannend. Und was hat das alles mit diesen Dämonen auf sich? Vielleicht bekommen wir mehr heraus in der nächsten Folge. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder morgen. Mein Name ist CoreGamingVS. Let's play, let's go. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde.